meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die Woche vom 4. bis zum 10. November und ziehe jetzt erstmal wie immer eine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Da haben wir die Karte Ordnung schaffen. Da gucke ich gleich rein, sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Ich werde hier in der oberen wie auch in der unteren Reihe noch drei Tarotkarten ziehen. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die potenzielle Entwicklung der Woche in der unteren Reihe dann beruht. Genau, und dann gucken wir einfach mal, was wir bekommen. Bevor wir hier anfangen, werf gerne nochmal einen Blick in die Infobox. Du findest den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du für 2025 eine Jahreslegung haben willst, dann buche die gerne frühzeitig, dann stehst du fest auf der Liste und bekommst sie auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr. Und dann findest du noch den Link zu den anderen privaten Legungen, den Kanalmitgliedschaften, noch diverse mehr und alle Decks, die ich benutze, aufgelistet. So, und jetzt fangen wir aber an. Du guckst, dass du dich gut innerlich zurücklehnst und das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Und ich spüre mich mal in die Karte Ordnung schaffen ein. Ordnung schaffen von der Grundbedeutung her ist klar, geht irgendwie um Ordnung herstellen, ausmisten, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass du schon viel Ordnung quasi geschaffen hast, weil ich dich als hier schon sehr befreit wahrnehme und ich auch das Gefühl habe, das ist auch wichtig, dass du erkennst, wie viel du da schon geschafft hast und vielleicht auch erstmal guckst, wo du überhaupt stehst. Ne, es ist manchmal so, oder es ist ja so, man hat Prozess, 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 Prozess und dann kommt so eine Plateauphase, die ist auch wichtig. Da sortiert man sich, da sammelt man sich, da ist mal ein bisschen Pause und da verarbeitet sich relativ viel. Und im Großen und Ganzen habe ich hier erstmal das Gefühl, bevor du jetzt blind weitermachst, guck doch mal kurz, was du schon alles geschafft hast. So, und jetzt kommen wir in die obere Reihe. Ich lege erst komplett aus, sage etwas zu den Grundbedeutungen der Karten und dann kommen wir in die Deutung. Das Ass der Schwerter, eine Entscheidung oder auch mal einfach ein rationales Vorgehen oder Klarheit in der Birne. Dann haben wir die 10 der Schwerter für unterdrückte Gefühle oder auch mal ein Ende, was ich setze. Und die Welt für einen Abschluss, den Abschluss eines Zyklus, letzte Enden zusammenfügen, rund werden mit etwas. Genau, das ist die Entwicklung aus der Vergangenheit. Jetzt kommen wir in die potenzielle Entwicklung der Woche bzw. den Anstoß zu dieser Entwicklung. Das ist ja dann meistens nicht innerhalb von ein paar Tagen abgeschlossen. Aber wir haben hier eben den Anstoß. Wir haben einmal Anstoß, einmal die Kraft, für die immer mehr wächst, je mehr ich einen bestimmten Weg gehe, beziehungsweise die sich in mir immer mehr entfaltet, je weiter ich auf einem bestimmten Weg gehe. Die 7 der Kelche für einen Entscheidungsfindungsprozess oder auch eine Entscheidung oder auch mal Wahlmöglichkeiten. Und der Teufel, Anhaftungen, Verstrickungen, ein unfrei fühlen. So. Ass der Schwerter, 10 der Schwerter und die Welt in der oberen Reihe. Ich gucke mal. Das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter fühlt sich sehr wackelig an. Eigentlich steht es für Klarheit und ich habe das Gefühl, was hier nicht war, war Klarheit, konnte eine Entscheidung nicht getroffen werden, auch nicht gefunden werden. Ich ziehe noch mal 2 Lenormand-Karten dazu. Die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen, ein unfrei fühlen, also emotional einfach nicht so gerade sein, ne? Und der Stern für Klarheit.
Ja, und das ist das, was ich gesagt habe. So klar ist es nicht. Das ist schon das Ass der Schwerter nicht. Es ist ein, ich weiß, es gibt eine Klarheit, aber ich habe sie nicht so klar. Also ja, aber ich habe sie nicht so klar. Die Schlange sind noch Dinge in meinem Leben, ich weiß nicht, ob Person oder vielleicht auch ein Job oder ne, sonst was, was dich in einer Art und Weise gebunden hat, von der du auch noch nicht komplett loslassen wolltest. Also ich habe das Gefühl, das waren eben, ja, wie gesagt, Personen oder ein Job oder sonst irgendwas, womit du dich auch identifiziert hast, aber was dich nicht so innerlich hat in eine Klarheit kommen lassen, von der du gegebenenfalls irgendwann gemerkt hast, auch die hätte ich aber eigentlich ganz gerne. Ne? So, das ist jetzt erstmal die erste Position. Dann haben wir die 10 der Schwerter. Ja, die 10 der Schwerter sind hier für mich okay. Also dem hier musste ich ein Ende bereiten. Wir können hier eine Entwicklung haben, die durchaus lange gedauert hat, ne? Das ist ja manchmal mehrere Jahre oder viele Jahre, kurz in drei Karten, zusammengefasst. Das wird eine lange Lebenssituation gewesen sein. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist für mich eher unwahrscheinlich was Kurzes, kann aber auch was Kürzeres sein. Wirst du für dich selber wissen. Die 10 der Schwerter sind eine völlige Übermüdung von diesem Zustand und ein, also jetzt ist hier aber auch wirklich mal gut. Ich ziehe noch mal zwei Karten. Wir haben das Kreuz. Das kann für den Weg gehen, den man spürt, dass es jetzt irgendwie der richtige ist, oder aber auch Belastungen, und dann haben wir eine Entscheidung, beziehungsweise auch unterschiedliche Wege mit den Wegen. Ja, für mich hat das hier schon einen Entscheidungscharakter. Man musste irgendwann mal gucken, was ist es denn, was ich wirklich will mit dem Kreuz, ne? Was ist denn jetzt mein Weg? Hier, weiß ich nicht. Und hier, aber was ist denn jetzt mein Weg? Ne? Und ich habe das Gefühl, das ist dir auch klar geworden, beziehungsweise immer klarer geworden, und du bist konsequent dann auch in eine bestimmte Richtung gegangen, weil du müde warst von dem hier. Und es ist jetzt alles noch sehr, sehr kryptisch ein bisschen. Da ist jetzt nicht ganz klar, ist das jetzt eine Liebesbeziehung oder eine Elterngeschichte, Vaterthema, Mutterthema, Kindthema, tralala, sondern das ist jetzt erstmal ganz grundlegend so die Dynamik, die wir haben. Die Welt. Mit der Welt habe ich das Gefühl, geht es für dich oder ging es für dich schon anders weiter. Das ist zum einen noch mal rund werden über das hier alles. Und zum anderen hat sich dir aber schon mit der Welt auch eine neue Lebenstür geöffnet, wo du gemerkt hast, oh, ja, die finde ich eigentlich ganz schön, würde ich auch gerne durchgehen. So, jetzt kommen wir in die potenzielle Entwicklung der Woche, die Kraft, die 7 der Kelche und der Teufel. Mit der Kraft habe ich auch das Gefühl, da ist viel Energie, die in eine bestimmte Richtung fließt. Viel Energie, die in eine bestimmte Richtung fließt und wo du auch merkst, der Weg ist schon der richtige. Ich ziehe aber auch noch mal zwei Karten zu. Der Anker kann für was Berufliches stehen, kann aber auch für den Anker an der richtigen oder an der falschen Stelle liegen haben stehen. Und das Haus für das tatsächliche Zuhause oder ein Zuhausegefühl, Komfortzone, Abgrenzung. Wir gucken mal.
Irgendwie ist so mein Gefühl, dass du dich sehr, sehr, sehr gefunden hast mit dem Anker. Der ist ganz in Ruhe bei dir. Für mich steht für mich fast für eine ziemlich gute Selbstanbindung. Oder was heißt fast? Irgendwie ist es so, du hast den Anker an einer Stelle gesetzt, geworfen, wo du, an der du eine tiefe Ruhe hast. Und dieses Haus wird immer egaler. Und das muss jetzt nicht dein materielles Zuhause sein, sondern das ist ein, wie ich habe mich mal an Dinge im Außen geklammert, weiß ich nicht, ob das jetzt ganz passt von der Grundbedeutung her, aber mir war viel um mich rum wichtig. Und das ist aber, wird immer grauer und immer fahler vor meinem inneren Auge in Verbindung mit diesem Anker oder in Bezug zu diesem Anker. Das ist dein inneres Leuchten eigentlich. Ne? Dein inneres Leuchten, und da wird jetzt dieses Haus eher so ein bisschen unscheinbarer. Auch nicht mehr so wichtig für dich. Ne? Und wir haben ja hier Dinge im Außen, mit denen du dich identifiziert hast, die ja, gesagt haben, vielleicht nicht so günstig, was so eine innere Klarheit angeht. Und hier hast du die innere Klarheit, aber das im Außen ist halt nicht mehr so wichtig. Die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche. Ich habe das Gefühl, dass du sehr genau weißt, was du willst mit den 7 der Kelche. Da ist dieser Kelch im Vordergrund, der ist auch ganz klar, und der Rest kommt gar nicht dagegen an. Ja, also letztendlich eine Entscheidung, die sich in dir zumindest schon mal irgendwie getroffen hat. Wir haben einmal den Ring für eine Beziehung, kann auch die Beziehung zu dir selber sein, und aber gucken wir gleich mal die Vögel für Hektik, Stress oder auch Lebendigkeit. Nee, der Ring ist die Beziehung zu etwas im Außen. Das ist für mich gute Selbstanbindung, hast du auch. Aber das ist für mich die Beziehung entweder zu einer Person oder zu, ne, wir haben ja hier keinen festgelegten Themenbereich, es kann auch Job sein. Das ist etwas, was ganz, ganz klar ist und wo du dir auch sehr sicher bist. Und die Vögel spannenderweise hier sehr viel Ruhe ausstrahlen. Eine ruhige Lebendigkeit, könnte man fast sagen. Ne? Das ist irgendwie ganz, eine Verbindung, die sich für dich ganz natürlich normal gut anfühlt. Der Teufel. Ja, und da habe ich auch das Gefühl, da kannst du in Distanz zu gehen, wenn noch mal irgendwie was kommt. Du bist irgendwie, hast du so gut zu dir gefunden, dass du ganz, ganz viel Abstand zu den Dingen gefunden, gekriegt hast, die dich hier noch irgendwie gecatcht haben. Der Teufel, da ist viel Abstand zu. Das ist was, das erkennst du auch, und da kannst du auch sagen, fühle ich aber eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und kannst es auch ganz gut gehen lassen. Und hier ist ja dieses Gefühl, dieses ganz normale angekommen sein. Und das ist hier auch. Das ist so das, was ich meine mit dieser Pause, mit diesem du bist mal da. Also brauchst jetzt gerade gar nicht so viel weiter ackern, sondern gucke mal, ne? Du bist eigentlich da, wo du wirklich gut für dich aufgestellt bist und wo es dir eigentlich gut geht. So, letzte Karte für die Legung aus dem Gaia-Orakel. Und zwar einmal, wer hätte es geglaubt, die Karte Frieden. Dissolving unwanted or disturbing thoughts, also löse ungewollte oder störende Gedanken. Nehmen wir einfach mal den Frieden. Guck mal, was die Karte mit dir macht. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da warst. Hoffe wie immer, dass ich etwas helfen konnte, und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann.